Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Team Rocket Edition. In der letzten Folge haben wir in Mount Moon, also dem Mondberg, versucht, die Fossilien zu klauen, wurden aber dann von Trainer Rot aufgehalten. Somit hatten wir ein Gespräch mit unserem Chef Giovanni, der uns ausgefragt hat über Trainer Rot. Und dann kam auch noch Pyro und hat mehrere Sachen über Porygon und deren Machenschaften mit Team Rocket erzählt. Und es ist gerade sehr interessant. Wir haben gerade eine Mission. Wir müssen nämlich Bill für uns anheuern. Und ich bin gespannt, was jetzt noch passieren wird. Der Nespo ist auch wieder dabei. Hallöchen. Und wir vielleicht auch noch mal ein bisschen über die letzten Geschehnisse reden. Ich weiß nicht, was war da noch alles? Was habe ich jetzt gerade vergessen zu erzählen? Ja, im Groben hast du es gut zusammengefasst. Also generell wurden gerade alle Pläne, glaube ich, besprochen. Also alles, was so in der Edition so vor sich geht, so gefühlt oder zumindest angerissen. Verschiedene Charaktere wurden besprochen, ja. Das war auch noch wichtig. Meinst du denn, Bill geht auf unser Angebot ein und er steckt nachher wirklich dahinter und sein Experiment, wo er sich in Pokémon verwandelt, sollte eigentlich dazu dienen, um Porygon zu erschaffen oder so? Und das ist dann schiefgegangen und er wurde selbst zu irgendeinem Pokémon? Das könnte auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Wir müssen auf jeden Fall mit allen Leuten hier reden, weil wir müssen ja noch ein Pokémon bekommen. Also wenn, Items. Ja, wenn Bill tatsächlich mit Team Rocket unter einer Decke steckt, das hätte ich zum Beispiel echt nie erwartet. Habe ich bei Pyro auch nicht, aber da scheint es ja im Manga zumindest so gewesen zu sein. Ich glaube, das mit Bill wäre dann wahrscheinlich selbst erfunden, aber mega, mega cool bis hierhin, die ganze Story. Mhm. Auf jeden Fall, da wurde sich auf jeden Fall sichtlich viel Mühe gegeben, also. Ja. Vor allem die ganzen Dialoge schon, aber hier auch. Die Frage ist halt, wo müssen wir hin? Ich weiß nicht, einfach nach oben vielleicht? Oder bekommen wir jetzt wirklich noch ein Pokémon? Also wir sollen ja spezielle Items bekommen, wurde uns ja gesagt. Okay, ja, gehen wir vielleicht einfach nach oben. Vielleicht, wenn wir rausgehen oder so. Vielleicht haben wir die auch schon. Ah, okay. Da ist Ronny wieder. Der Ronny Depp. This mission from Petrol just now. Yeah, that's right. We're going to steal these crazy rare TMs from this old collector guy up ist in Cerulean. Ahu! Jetzt holen wir uns Schaufler. Das ist cool. Das ist richtig sick. Also da freue ich mich schon drauf. I've got a real robbery to take care of now, right? Okay. Die Frage ist, können wir das denn überhaupt schaffen mit unseren derzeitigen Pokémon? Schaffen wir es? Meinst du, Ronny ist derjenige, der Schaufler verliert? Oder sind wir derjenige, der Schaufler verliert? Dann müssen wir wieder gegen Red kämpfen. Ja, genau. Ich glaube, wir werden öfter gegen Red kämpfen. Und ich glaube, wir werden, weiß nicht, vielleicht kommt am Ende tatsächlich nochmal so ein allerletzter Kampf, wo wir tatsächlich irgendwie gewinnen können oder so. Weil wir Mewtwo auf 100 haben oder so, ich weiß es. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt noch da oben ist ein alter Mann. Hey there, I'm not. Oh, vielleicht. Vielleicht. Ja. Persistence aren't you? Okay. Nee, ich dachte, vielleicht kommt jetzt. Oh, 200. Nee. Vielleicht kommt jetzt irgendwas, wo wir rausfinden, warum er überhaupt so. So durstig ist. Was? Wir kommen hier nicht durch, oder was? So. Fuck. Das wäre natürlich auch interessant. Also müssen wir durch diesen Tunnel gehen. Da oben ist noch ein gehen. Alter Mann, den könntest du mal ansprechen. Vielleicht kriegen wir da noch ein Pokémon. Den können wir ja theoretisch auch rauben, oder? Ja, natürlich. Kapsel. Oh! Ah. Das würde ich gerne anders, Kapsel. Oder Knurrfan. Ja, das war vielleicht Kapsel, nicht. Oder? Natürlich, wir nehmen Kapsel. Ja. Poliwag, okay. Das ist Poliswag übrigens. Poliswag. So. Interessant auf jeden Fall. Der Hack hat auf jeden Fall Potenzial, muss ich sagen. Gefällt mir. Also, ich finde allgemein, diese Hintergrund-Hacks sind viel cooler als die richtigen Hacks. Weil man erfährt einfach nur was im Hintergrund der Story, was sich Leute ausgedacht haben und vielleicht wirklich so passiert sein könnte. Und ey! Mach mal Platz was? Hier. You're not coming through. Be gone. Nothing to see. Okay, was? Können wir einfach fliegen vielleicht? Könnte ja sein, oder? Vorhin sind wir auch zum Mondberg direkt geflogen. Schaffen wir nicht. Ah. Wo ist Ronny denn jetzt überhaupt hin? Weil wir können ja nicht woanders hingehen, ne? Ja. Hä, wo könnte er denn hin sein? Ich habe ganz kurz eine Pokémon. Wir müssen, glaube ich, nochmal eben ganz closely zu dem listenen, was der Typ da unten sagt in dem Gang. Weil ich glaube, dass der uns was Wichtiges. Das. Also ich glaube, wir sollen halt 200 oder ich glaub, zahlen und haben aber nicht genug Geld mal wieder. Ich glaube, hier gibt es aber auch noch irgendwie mit TMs, kann das sein? Dass es hier irgendwen gibt, der auch noch viele TMs hat? Ach so. Ich glaube, es war von der Stadt hier die Rede, oder? Sonst ist der eigentlich mit der Dame hier reden. Die macht aber auch nichts. Aber die wäre zumindest alt, die könnte man aus... Warum nehmen wir die ganzen Pokémon dann nicht mit eigentlich? Gute Frage. Ja. Die stehen ja auch nicht einfach nur so zum Spaß darum. Die wollen noch geklaut werden. Ich glaube, hier in dem Haus wird nicht
Überlege aber gerade, ob man irgendwo eine TM bekommen hat. Also in der Spielhalle konnte man sich TMs kaufen, im Kaufhaus konnte man sich TMs kaufen. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, wir können mal ein bisschen hier durchspielen. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Hier ist jetzt auch nichts Interessantes mehr, schätze ich mal. Ist halt normalerweise ein Evoli, ne? Wenn du hinten rum willst. In dieses Haus. Aber ich glaube, das bringt uns nicht gerade viel. Was ist denn eigentlich hier bei der Arena? Aber wir kommen doch nicht in den Schneider, ne? Schneider, genau. Wir gehen einfach mal in die Spielhalle hier rein. Das Ding ist, unser Kollege Ronny ist ja nach rechts gegangen. Das haben wir ja ganz klar gesehen. Ja, kann gut sein. Der ist ja irgendwo nach rechts gegangen. Hä, aber... Wo soll er denn hingegangen sein? Weiß ist der vielleicht nicht. Ist der vielleicht von hinten in das Haus reingegangen? Du kannst ja mal reingehen. Kann das sein? Ob wir da irgendwie Evoli bekommen. Oder irgendwas bekommen. TMs. Oder vielleicht rauben wir das Evoli aus. Wir rauben das Evoli aus. Weil das ist ja jetzt der, ist das... Ah, guck mal hier. TMs also. Irgendwas mit TMs, ja. Ah, doch, wir haben Evoli bekommen. Okay, jetzt kann Red das nicht mehr bekommen. Pech gehabt. Okay, das ist OP Nummer 2. Geschenkte Pokémon nehmen wir immer OP. Nice. So, also, komisch. Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Evoli bekommen. Welches Level hat es denn? Level 5, okay. Ich dachte, das wäre schon Level 20 oder so. Hab ich auch gehofft jetzt gerade. Schade. Das wäre auch richtig gut gewesen. Du hast das dann mit dem Spiel einfach nicht umgebaut und war jetzt einfach ein Fehler, dass es jetzt noch drin war, oder? Meinst du, wir können doch im Gras theoretisch trainieren, ne? Das heißt, wir könnten doch sogar auf Level 50 oder sowas hoch trainieren, oder? Und dann Red wahrscheinlich besiegen. Vermutlich. Ja, hätten wir von Anfang an machen können, ja. Aber wir sollten mal eben kurz gucken, was jetzt hier steht. Genau. Gucken wir mal genauer. And I'm to tell you that the road through here is just about to close, so I'm not really supposed to let any more people through. Persistent, aren't you? Well, I don't know, there's this cranny right here in my pocket that's just about the size of... And well, of course, I'm not the one of to go against what my sister... Okay. Wir haben das Sternenstück. Verkauf das mal vielleicht. Okay, wir verkaufen mal eben was, ja. Vielleicht, Ich glaube, wir müssen echt da was verkaufen und dann... Ah ja, wir müssen in den Supermarkt rein. Genau, den großen, ja. Frage ist, können wir da überhaupt was verkaufen? Sind wir da überhaupt angesehen als Team Rocket Grunt? Also, keine Ahnung, ob wir verkaufen können, aber theoretisch geht es. Starfies, ja. Ja, nice. So, jetzt kann er nicht rumholen. Genau, jetzt dürften wir eigentlich durchkommen. Komisch, aber warum haben wir nicht von Anfang an 200? Ja, weil wir richtig arm sind. Wir sind halt nur Rüpel. Und keine Rich Kids. So, jetzt dürften wir ja durchkommen, oder? Ja, nice. Nice. Stell mal vor, immer müssen wir uns ja alles erkaufen, ey. Nö, verpiss dich. So ungefähr. Aber jetzt müssen wir hier auch nochmal durch. Vielleicht möchte der jetzt auch wieder 200 Pokédollar haben. Oh, das wäre gemein. Nee, der nicht. Ah, nee, guck mal, der nicht. Der ist lieb. Aber guck mal, jetzt müssten wir doch genau... Wollen wir was in die Daycare reinhauen? Oh, das... Ja, komm. Ach so, hier rein, meinst du? Ja, gut, ob es das bringen wird, weiß ich nicht, aber... Kann man machen. Das Evoli vielleicht. Oh, was? Welcome, young man. I run the daycare service. Would you like me to raise one of your Pokémon? Yes, sir. Wahrscheinlich können wir jetzt keins mehr abgeben, weil er schon hat, oder? Huh. Was? Was ist denn jetzt los? Rocket Warehouse! Was? Oh mein Gott! Yo! Unter dem Haus! Nein! Warte mal. Nein! Das heißt... Aber der hat ja normalerweise nicht gestealt, die Pokémon vom Protagonisten, ne? Alter. Meinst du, die wurden immer ausgetauscht? Archer! Das ist ein anderer Typ. Archer. Stimmt. Was läuft da oben rum? Was ist das große Schwarze da oben, was da rumläuft? Maschok. Ja? Ich glaube schon, ne? Komisch aus. Und ein Rasaf. Alter. Wie krass ist das denn? Mega. Wie cool ist... Das feiere ich gerade. Mega. Mega. Vor allem hat sich richtig gefreut, das Nidoran. Es brüllt nochmal gerade rum so. Mega der Plot-Twist, ey. Immer wieder. Ist es Ronny da unten? Wo, da unten? Achso, der Grüne? Könnte sein. Ja. Welcome to Cerulean, the city of beautiful flowing water, or whatever the hell it is. Alter. Die haben einfach auch noch eine Rocket Base. Wie geil ist das denn? Ey. Bis House of Justin auf der... Ah, guck, wir mussten ja eigentlich rein. Stell dir mal vor, du hast wirklich mal irgendwann so ein Spiel, ne? Also so ein offizielles. Das wäre so geil. Das wäre wirklich so übertrieben geil. Alter, ey.
Also er ist einer von diesen Rockies, er ist der Archer. Ah, guck mal, Rasaf und Maro mal. Ah, stimmt. Die haben auch in Soul Silver, glaube ich, immer so Pakete getragen, die Mashoks. Interessant, ist das Ronny hier? Ja, ja, oh, oh yeah. You're missing out, Grunt. Okay. Vielleicht muss man echt hier hin, ein Pokémon geben. Aber das Ding ist, das heißt, wir können keinen Decker benutzen. Ja. Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht mehr. Ey, krass. Mega, mega, mega interessant, was hier alles gemacht wird, ey. Oh, komm, wir können hier durch. Genau. Weil ich glaube nicht, dass wir da oben jetzt gerade durchkommen, oder? Weil da ist ja noch kein Loch drin im Haus. Das machen wir ja erst zum Fliehen. Genau. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall rein. Aber wo ist Ronny? Ich dachte, er wollte uns helfen. Nein, nein, da müssen wir nicht rein, oder? Dort? Nee, wir müssen erstmal. Uns wurde ja gesagt, wir müssen zu Bill. Okay, erst zu Bill. Und machen wir das dann, oder was? Ich glaube schon, ja. Okay. Okay, wir müssen jetzt mit den ganzen Trainer hier wegfetzen. Ist auch unfair, weißt du. Jetzt noch Level 7 Trainer. Und gleich kommt wieder Red an mit seinem Level 25. Ja, und du text so, ey. Nein, das ist richtig gemein. Nee, bald wollen wir nicht haben. Richtig OP. Nee, nee. Wir klauen dir mal kein Pokémon hier. Der war mal zu weak. Irgendwelche geilen Pokémon haben, aber noch nicht so weake Käfer-Pokémon. Können wir die jetzt eigentlich bestehlen? Das will ich jetzt gerne mal. Weil die hat ja genau die gleiche Statur wie die andere von eben. Nee, ja, aber die nicht, aber den Käfersammler unten, den konnten wir beim sind letzten wir Mal stehlen. Oder? Ja, aber die Frage ist halt, sind wir so nett und rauben keine Mädchen aus? Hm. Nein, wir sind Team Rocket, wir dürfen auch Mädchen ausrauben. Theoretisch schon. Ah, guck mal, von ihm können wir. Ja. Sandan. Sandan ist cool. Komm, geben wir mal keinen Namen hier. Ich geh mal eben kurz aber heilen. Jo. Wir haben immer noch keine krassen Teams bekommen, oder habe ich mir einfach verlesen gerade eben. Aber der hat doch gesagt, wir kriegen irgendwelche coolen TMs. Bulletseed haben wir im Dings gefunden. Ja, das haben wir ja im Moon, glaube ich, gefunden. Genau. Weil ich glaube, er hat doch gesagt, wir kriegen irgendwas Cooles. Ja, also eine TM gibt es ja auf jeden Fall in diesem Haus, wo wir einbrechen. Da klauen wir ja Schaufler. Aber er meinte irgendwas von Raren Items. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier, wenn wir mit dem Rocket Grunt da oben reden. Der ist ja auch einer von uns. Ah ja, stimmt. Mal gucken. Was geht hier ab? Ah, guck mal, redet automatisch mit uns. That's it, man. I've had it. All day I've been standing around waiting for some half-decent trainer to come along so I can offer him a place in Team Rocket, only to find that half of them can't even beat the first couple of twats on this damn bridge. Look, it's been 12 good forsaken hours and I can't feel my legs. Tell Archer I went for a long overdue coffee break. Alright, Jesus. Ich renne einfach weg. Als ob. Okay. Er will jetzt einfach einen Kaffee holen. Der Typ ist echt komisch. So, jetzt haben wir hier im Fuß. Er hat hier einen Job. Ja, er hat hier einen Job und er holt einfach Kaffee. Oh ey, die Wanderer, wenn der jetzt einen Kleinstein hat. Oder ein Onyx. Aber wir haben. Oh Gott. Bubble? Komm schon. Nein! Super, es bringt nicht so viel Central. Das hat auf jeden Fall noch keine Dings, oder? Keine Bodenattacke. Oh mein Gott. Versuch's zu vergiften. Ja, Rollout hat nicht so viel gemacht. Ja, wir müssen halt irgendwie versuchen, Quick Attack oder so. Ich hab keine Ahnung, Tackle bringt ja auch nicht so viel mehr. Nee. Ja, am besten vergiften halt irgendwie. Würde ich sagen. Ja, mit Weedle halt. Ja, nice, okay. Geil. Das war echt, wir haben auch nur beschissene Pokémon gegen. Guck mal hier. Ja. Aha, nicht mal fliegen können wir kurz, jetzt, mal eben ein bisschen Zeit zu gewinnen. Jetzt wird's halt eng. Ich glaube, das überleben wir. Ja, doch, wir halten ein bisschen aus. Okay. Krass. Oh, Pursuit. Okay, das können wir nehmen. Das ist eine Verfolgung, ne? Könnte sein, ja. Müssen wir wieder auffallen jetzt sofort. Ey, das ist ja schrecklich, ey. Wir sind halt einmal ein Onyx, ist unser halbes Team down. Wir sind halt nur dumme Rüpel, ne? Mann, nochmal. Sag nicht immer dumme Rüpel. Wir sind. Wir sind schon schlauer als Ronny, okay? Da gehe ich mit. Vielleicht. Gut. Oh. Die sind schlauer als Ronny. Oh, nice. Also, Geodude, oh nein. Ja, Onyx, das wär's jetzt nochmal. Ich glaube, Onyx sehen wir so schnell nicht mehr wieder. Glücklicherweise. Alter, der setzt die ganze Zeit einen Igel ein. Willst du mich verarschen? Oh, Mann. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Crit. Das wäre nice. Oh. Ja. Cool. Bubble. Oh. Nein! Mann, wenn das wenigstens mal überlebt. Oh, okay. Wir hätten Center Attack die ganze Zeit einsetzen können. Okay. Guck. Oh nein, fuck. Egal, Poison Sting. Ja, komm, das kriegen wir jetzt hin. Komm schon. Ja. Dankeschön. Schön, dass die Vergiftung mehr Schaden macht als Poison Sting an sich. Ja, und auch unser Tackle nachher, ne? Naja. So. Und wieder sind wir zurück, Schwester Joy. Bis gleich. Wir lieben sie.
Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Wenn wir das nächste Mal beim Pokémon Center sind, können wir mal durch dieses Haus gehen, in dem du gerade warst, ob es da einen Sonderbonbon hinten gibt. Das gab's und vielleicht auch mal beim Fahrradladen irgendwie ein Fahrrad stehlen. Stimmt. Und vielleicht auch mal ein bisschen Tränke kaufen, das wäre auch ganz gut. Oh, wir haben ja einmal Revive, das habe ich ganz vergessen. Was haben wir? Ah, guck mal, so. Verfolgung sieht ziemlich viel. Ja, weil es zumindest neutral ist, ne? Oh, fuck. Wow. Geh mal auf Poliswag. Am Bubble. Ja, ja, also, das Ding ist ja halt, lass das mal schön trainiert werden. Ja! Ja! Oh. Geht nicht ab? Sehr gut. Ja, oh, gib mir das Geodude her. Warum konnten wir das Onix eben nicht nehmen? Ja, ja, weil der zu alt ist. Oder zu jung oder wie auch immer. Je nachdem. Vielleicht ein Fleck mal. Wir haben nicht mehr viel, ja, ich will, ne? Für die OP2 eigentlich ein bisschen trainieren. Ja, jetzt yawnt er uns, Alter. Jetzt ob. Komm schon. Ah, komm das schon. Gibt's doch nicht. Boah, wie lange haben wir jetzt geschlafen, Alter? Das ist ziemlich lange. Poison Sting und Poison Sting vielleicht nochmal. Poison Sting, jetzt vergift ihn doch, jetzt vergift ihn doch. Oh Gott. Jetzt okay, das resisten wir zumindest. Komm schon. Ja, er resistet es aber auch. Komm schon. Ich will ihn einfach nur. Schlaf doch ein. Dankeschön. Okay. Das Ding ist aber, weißt du, was gut ist? Was denn? Ein Rocket hat immer einen Revive dabei. So. Wir hätten jetzt wahrscheinlich mit Bubble sogar down bekommen hätten, vielleicht. Ah. Nein. Es war gut, dass wir das Ding geholt haben. Okay, nice. Ease, kein Problem. Sopo, geil. Nee, will ich keinen Namen geben. Komm, wir holen mal ein paar neue Pokémon ins Team rein. Ja, ich würde auch sagen. Ich glaube, es wird Zeit für Slowpoke und für Kleinstein. So sieht's aus. PC. Mit dem reden wir gleich für den guten Jungen. Genau, das kann er erstmal ganz gut tanken. Statt Thunder. Ja, Weedle können wir vielleicht mal rausnehmen, oder? Weedle statt Mankey, würde ich sagen. Nee. Wir haben noch den normalen Rocket Squad. Aber okay. Fleckmon statt ihm. Also sind halt alle schon relativ hoch. Wobei, Poliswag ist halt schon auf. Wobei, auf welchem Level ist Fleckmon? 12, das war schon wieder 3 Level über ihn. Okay, okay, ja. Deswegen, wir waren da auf jeden Fall schon ein bisschen. Guck mal, wir klauen uns einfach die guten Pokémon. Das ist so gut. Stimmt, einfach, wir müssen gar nicht leveln. Mega, mega nice. Oh, glaubst du, wir kriegen das Nidoran? Weiß nicht. Vielleicht. Das ist ziemlich geil, ja. Göre. Ich glaube, die ist zu alt. Ich glaube, die ist zu alt für uns. Oh, die entwischt uns. Nein, nicht mit mir. Bei Ronny vielleicht, aber nicht bei uns. Okay, Versuch. Alter, jetzt. Oh Gott. Gott. Ja, okay, an Geodude kommt er nicht vorbei. Außer hat eine Oh Gott, er hat Doppelkick. Hey, oh Gott. Ja! Welches nehmen? Das männlich. Ja, männlich. Ist ne? Das hier, ne? Nidoking ist cooler. Vielleicht kommen wir niemals zu einem Nidoking, aber. Wir haben einen Mondstein. Wir müssen nur Nidorino holen. Wann entwickelt sich Nidoran zum Nidorino? Oh, 16, 18, irgendwie 16, glaube ich halt. Echt? Ist es auch 15? Wir haben gleich ein Nidoking. Wir haben gleich ein Nidoking. Wir haben gleich ein Nidoking in unserem Team. Wir haben hier einen Mondstein. Jo, macht das auf jeden Fall auf Stelle Nummer 1. Aber unser Radfahrt können wir nicht rausnehmen. Evoli eigentlich auch nicht. Ja, aber Evoli können wir, ist momentan noch ziemlich kacke, wo wir keinen Stein haben. Wo am Mondstein? Aber der bringt das nicht. Was ist los? Warte! Meinst du, das geht? Mondstein. Oder was meinst du? Nee. Zu was soll sich dann entwickeln? Ja, nach Tara oder so, weil es hier kein Tag-Nacht gibt. Aber. Könnte ja sein können, dass es gepatcht ist. Aber gut, zu Psyana würde dann, ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich hab keine Ahnung. Der könnte ich glaube nicht. Aber das Ding ist ja im Doppelkick hier drauf. Das ist schon mal richtig mega gut. Mega, mega nice. Das heißt, er würde schon mal gut leveln können. Wir haben gleich ein Nidoking. Nice, dann kann Rot kommen. Dann kann Rot kommen. Bitte. Gegen unser Nidoking. Ich meine, der ist immer noch 10 Level über uns, aber trotzdem, was soll er da machen? Ja. Oh, das ist nicht besiegen jetzt, ne? Dann entwickeln wir uns. Nee. Oh. Oh, wie gut, Alter, nice. Wie gut. Alle, jetzt soll noch mal jemand kommen mit unserem Mondstein und unserem Nidoking. Bats. Alter, ich kann es nicht. Das, ey, hast du schon mal einen Rocket Grunt mit einem Nidoking gegessen? Nee, ich glaube, es wird Zeit für eine Beförderung. Auf jeden Fall. Da soll sich Bill mal warm anziehen. Ja, wir sind bereit, dich wegzufetzen. Schnabel. Nee, den wollen wir nicht holen. So, Schnabel. Ja. Hö? Ist da eine Barriere? Hä? Ja, scheinbar. Okay. Da war wohl irgendwas falsch gemacht. Okay, wir müssen auch wieder Pack einsetzen. Gut, das Rettern kann halt nichts gegen uns machen. Alter, die haben schon 58 Death-Wert. Also das ist echt gut. Ja. Alter, ey. Level 18 schon. Nice. Nidoking. Ich glaube, wir können jetzt einen Solo-Run machen. Warte, wir haben nochmal ein anderes dann.
Nidoking ist. Man kann nie genug haben. Also das könnte echt unser OP-Vieh werden, was wir jetzt einfach die ganze Zeit hochleveln. Macht Sinn halt, ja. Ne? Weil was sollen wir sonst machen? Am besten schon. Ja. Also die Frage ist, sollen wir noch heimgehen, bevor wir Bill reingehen? Oder falls wir kämpfen, kämpfen müssen, wäre es vielleicht nicht schlecht, komm, ja. Aber ich. Oh, da unten war Misty gerade, ne? Mit ihrem Boyfriend. Da will ich das gleich hingucken. Ja. Da will ich gleich sehen. Also glaube ich zumindest, sah so aus. Nee, ich glaube, Misty ist doch in der Arena hier drin. Können wir überhaupt reingehen? Da, ich wette, Misty ist nicht da. Ah, okay, du kommst gar nicht. Da, irgendwas mit Solida Misty ist nicht da, oder? Misty ist not. Ah, okay, ja, ja. Irgendwann in, war das hier in Pokémon, nee, in Pokémon hört kurz zu Silver, war das so, dass wir doch, wie heißt das? Hier den Schlüssel so, also als Team Rocket einen Schlüssel suchen und damit ins Kraftwerk gehen. Oder war das auch hier schon so? Mit der Spule. Aber nee, das ist nur in der zweiten Gen. Nee, das ist nicht Misty. Okay, ja, bla bla, die Rede über Liebe ist ja langweilig. Kenn ich gar nicht. Mit Team Rocket, da kennt man keine Liebe. Richtig. So, ich will mal sehen, was wir machen müssen. Hey, guys! Yeah, I'm Bill. Alright, put to you. Oh, okay. Team Rocket, is it? It's been a while. Oh, yeah, sorry, but I'm not interested. Oh, Gott. Was? Okay. Was? Alright, was sonst? Oh, Porygon, is it? Yeah, of course, I know how to make the things. Who do you take me for? Okay, okay. Er wird, also er hat im Moment ein bisschen Interesse sogar. Dirty Work, okay. Might be negotiable. Come back when you've got some actual rewards for me in return for Giovanni's Dirty Work. Huh. Was will er denn? Ich weiß es nicht. Ein Evoli vielleicht? Ha. Wer ist Evoli? Oh, das wäre mega cool. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Okay, du bist instant drauf gekommen, aber ich wäre. Ich glaube, ich hätte Monate jetzt in diesem Spiel festgehangen, wenn das die Lösung ist. Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, oder? Ja klar, das würde Sinn ergeben. Also, so halbwegs jedenfalls. Nicht okay. Ich hab mich schon so angewöhnt. Ich bin, ja, haben wir eigentlich Turbo-Treter? Ja, haben wir, okay. Ja. Ich hab die ganze Zeit wieder vergessen wegen dem ganzen Speed hier. So, ich bin mal gespannt. Können wir ihn mit dem... Das wäre cool, ey. Oh, schade. Können wir das nicht irgendwie offern? Nee, geht nicht. Schade, ist ja auch echt zu cool gewesen. Ja. Na gut, wir können ja mal ganz kurz eben zu Giovanni zurückfliegen. Stimmt. Fliegen haben wir... Berichterstattung melden. Ah, nee, warte, falsch. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Früher dachte ich immer, dass hier in der Silphco das Hauptquartier von Giovanni wäre, aber es war ja nie, ja. Ja, stimmt. Weil er da auch so rumsaß am Ende, genau. Neben dem Chef. Das kam immer so rüber. Ich bin mal gespannt, also ich glaube, wir müssen doch jetzt mit Giovanni reden, weil er hatte gesagt, er will nicht Dirty Work hier von Giovanni spielen. Genau, er will irgendwas von Giovanni haben, ja. Ja, er will irgendwie was Cooles von Giovanni, deswegen schätze ich mal, ach, wir müssen eh in den Elevator hier unten rein, dass wir Giovanni wieder Bericht erstatten müssen. Kann sehr gut sein. Oder müssen wir die TM-Schaufler holen. Oh, das wäre... Würde mir als nächstes einfallen, dass wir die TM-Schaufler holen müssen. Ja, wobei ich glaube, das... Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, dass er an Schaufler Interesse hat. Mal gucken, ob er irgendwas sagt. Come on now. Get on over to Bill's house now. Oh, the dog. Okay, das ist also nicht die Lösung. Ja, dann lass uns Schaufler versuchen zu holen. Ja, oder wir müssen halt zu Ronny wieder. Oder zu Ronny. Und er schlägt uns eigentlich vor, dass ist der beim, in der Pension da? Der ist doch beim Daycare, ja. Ah, okay. Der ist noch in der Pension, okay. Also irgendwas muss doch jetzt von den beiden Dingen stimmen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir zu Ronny müssen oder halt Schaufler halt holen. Ja. Wir können immer erstmal hier rechts. Wir sind ja erstmal direkt beim Haus, ne? Na, da müssen wir nur hier hochgehen. Aber ich glaube nicht, dass wir da rein können. Ich glaube, es ist immer noch locked. Das heißt, es macht einmal in die Arena Sinn. Kannst du jetzt nicht, ne? Misty ist noch da oben, oder? Ich glaube, dass wir auch nicht gegen Misty kämpfen dürfen. Nee, aber weiß ich nicht. Vielleicht hat Misty so, oh, du siehst ja geil aus. Hier hast du ein Bikini von mir. Oder so. Ich weiß nicht. Dann können wir den Bill geben. Und Bill gönnt sich dann den Bikini. Ja, das kann schon sein. Okay. Bei den Dialogen. Ronny, bitte. Oh yeah, you're missing out, Grunt. Okay. Ihn hier mal ansprechen? Hä? Sollen wir ihm. Nicht, dass wir ihm das Sternstück oder so hätten geben müssen. Weil er ja auch so ein Pipi da hat bei sich, weißt du? Aber ich glaub's nicht. Oder den Mondstein? Wow. Das wäre. Nee. Das wäre nicht gut durchdacht dann. Und so krass, wie das hier aufgebaut ist. Was würde denn noch Sinn machen?
Was ich mir denke ist... Oh, was ist denn hier, Alter? Sieht cool aus. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass das Dings gemeint ist. Wir sollten ja irgendwo Items bekommen. Ja, aber wo? Hier irgendwo noch? Ich habe keine Ahnung. Und die jedenfalls leicht dann geben? Er hat ja irgendwas von Rare Items gesagt. Von seltenen Items. Ja, ich habe es nicht gelesen gehabt, aber du scheinbar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er die dann bekommen soll. Kann man denn in Prismania noch irgendwo hingehen? Ich glaube halt echt, dass wir in dem Hauptquartier von Team Rocket nochmal nachgucken müssen. Und da mal nachschauen müssen, ob uns da vielleicht jemand noch irgendwelche seltenen Items gibt. Oder wir können auch in die Dings gehen. Waren wir da schon in der, wo du die ganzen Preise holen kannst? Ja, ja, da war ich schon drin, da kriegst du nichts. Ja. Da kannst du nur mit denen kurz reden und die geben dir dann nichts. Ich glaube, vielleicht müssen wir auch mit dem Team hier neben reden. Ja. Yes, go and do a look. Oh. Richtig gemacht. Ja. Den verfiehst du uns, der versucht unseren irgendwo? Job nur zu machen. Von ihm hier? Auch nicht wahrscheinlich, ne? Nee, auch nicht. Wir reden einfach mit allen Leuten hier. Ha, das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen tricky, ja, also... Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach random von irgendwem hier was bekommen. Ich hätte gedacht, wenn Story relevant ist, dann... Bauen die eigentlich gerade die ganzen Teleporter und so auf? Scheint so, ne? Also... Kann gut sein, ja. Die scheinen wohl gerade alles aufzubauen. Ah, warte mal, hier könnte doch vielleicht... Oh, nee. Das ist einfach nur so ein Shop. Energy. Okay. Also hier komme ich jetzt nur wieder runter zu... Ah ne, hier bin ich jetzt ganz unten. Ja, vielleicht gibt es hier unten ja noch irgendwo was. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal einfach mit allen hier reden. Ja, ich bin schon... Also ich glaube nicht, dass es hier die ist. Die fühlen sich wie Bonnie und Clyde. Ich könnte es mir halt gut vorstellen. Das ist jetzt Stockwerk Nummer 3, ne? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ah, warte mal, hier. Coin Case, okay. Coin Case? Coin Case, der Münzkorb? Okay. Können wir damit jetzt irgendwas anfangen? Ich glaube also nicht. Kriegen wir jetzt was geschenkt hier nebenan oder so? Weil wenn wir Münzen... Wüsste, was der Typ gesagt hat. Wenn wir Münzen hätten, vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht hat Bill daran Interesse, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube es auch nicht. Interesse hätte. Würde keinen Sinn machen, irgendwie storymäßig. Nee. Also klar, wenn man sagen würde, er will halt einfach bezahlt werden. Aber, dann schon, aber ja, ich will jetzt in dem Sinn, also es wird irgendwie keinen Sinn machen. Also das mit dem Evoli fand ich eine mega gute Idee. Aber haben wir das noch dabei? Ja, haben wir noch dabei. Vielleicht nochmal zu, keine Ahnung, kannst du nochmal irgendwie die Typen hier ansprechen oder so, hier vorne an der Theke? Ne, die wollen nur Coins verkaufen. Ja. Interessant. Ich glaube, wir schauen einfach mal irgendwie im Internet nach, ob wir da eine Lösung finden. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao, haut rein. Ciao. Und ja, wir gucken einfach mal. Ja. Bis dann. Wir finden das schon raus.